Okay, weiter geht's. Ja, speichern wir einfach mal. Und los geht's. Könntest du deine Freundin herbeirufen? Hier ist es, wo wir hinüber müssen. Okay, alles klar. Ich rufe sie. Schätzchen, es gibt Futter. Hat er geknutscht oder was war das? Wow, sie ist tatsächlich gekommen. Klar, ich hab euch doch gesagt, dass wir Freunde sind. Sehr gute Freunde. Wenn man sie aus der Nähe betrachtet, ist sie richtig hübsch. Findest du nicht... Ich kein Kommentar dazu. Naja. Okay, alle aufsteigen bitte. Das ist ein Prachtstück einer Frau. Kommt jetzt gleich der Bosskampf? Jetzt kommt der Bosskampf, das wird so heftig. Und das Skarikiv ist weggeflogen. Irgendwas hat sie erschreckt. Dort drüben, die Wirbelzone. Und jetzt seht euch mal diesen Boss an. Wow. Ich kann sie spüren. Die Anordnung. Die Anwesenheit der Wächters. Ich spüre es. Euer Verlangen. Nach der heiligen Flöte. Riesenfisch. Er kommt. Junge, geh da weg. Okay. Der auf der Suche nach den heiligen Flöte ist, möge folgende Frage beantworten. Ich werde sein. Formlos, bis ich mich offenbare, doch dann werde ich vergehen. Was bin ich? Gegenwart. Oder Zukunft, ich weiß nicht mehr, was wir antworten, was die Lösung war. Frag mich doch nicht sowas. Los, klären wir die Sachen mit der ehrlichen Schlägerei. Wer die Frage nicht beantwortet, muss seinen Wert durch Stärke beweisen. Ganz meiner Meinung. Jetzt kommt der übelste Motherfucker aller Zeiten. Ja, leck mich fett. Ich hatte solche Probleme bei denen. Es wird noch schlimmer, keine Sorge. Friss Scheiße. Friss Scheiße, Mann. Irgendwie ist er jetzt gerade richtig leicht, aber das wird sich noch ändern, bestimmt noch. Jetzt kommt seine Ultimate Attack. Die kann man auch schnappen und dann auf seinen Kopf werfen. Verarscht mich doch gleich. Jetzt kommt sein Ultimate Attack. Oh, scheiße. Ich hätte es benutzen sollen, wenn er wieder auftaucht. Und frisst seine Scheiße. Jetzt weiß ich wieder, warum er so beschissen war. Er kommt wieder mit Bumerang an. Nein, er kommt wieder... Kacke. Okay, komm raus, komm raus. Komm raus, Digga. Komm einfach raus. Ich geb dir eine. Was war das denn? Deswegen war dieser Gegner beschissen. Ich check den nicht, ich check den einfach nicht. Was jetzt? Leco mio, Mann. Willst du mich verarschen? Ich frage mich gerade, wie ich den früher besiegt habe. Okay.
Ah, okay. Boah, ich muss aufpassen. Sonst tötet er mich. Und Abwurf. Gewonnen? Ja, okay. Und Level up. Juhu. Die Kraft, die Zukunft zu erschaffen. Ich kenne deine Stärke an. Danke gleichfalls. Ich werde sein. Formlos, bis ich mich offenbare. Doch dann werde ich vergehen. Was bin ich? Die Zukunft. Niemand kennt sie, bis sie passiert. Und dann ist sie Vergangenheit. Das ist Rätsels Lösung, oder? Dann lautet also die erste Antwort Vergangenheit und die zweite Zukunft. Hey Franz, bist du okay? Ja, mir geht's gut. Guckt mal, ich hab da was aufgehoben. Ein Flötenstück. Das ist eindeutig ein Teil der heiligen Flöte. Jetzt fehlt noch eins. Ich hätte niemals gedacht, dass so eine Kreatur in Wiesler existiert. Wow. Jedenfalls hast du bewiesen, dass das Garagiefer dir gehorcht. Jetzt werden mir der Dorfvorsteher und der Käfertrainer ganz bestimmt glauben. Hoffentlich. Heute zurück, dann rufe ich sie wieder herbei. Ja, lass uns raus. Na ja, lass uns gehen. 6 Minuten für einen Kampf. Na ja, 5 genau. Er hat eindeutig bewiesen, dass das Garagiefer ihnen gehorcht. Ich bin mir noch nicht ganz überzeugt. Dürfte ich etwas anmerken? Ja. Garagiefer sind bekannt für ihre ausgeprägtes Territorialverhalten. Ich glaube, dass wir von einem anderen mehr belästigt werden würden, denn wir diesen bei unserem Dorf, wenn wir ihn bauen. Was? Wow, sie kennen sich wirklich aus. Außerdem könnte sich ein Garagiefer, mit dem wir gut auskommen, als nützlich erweisen. So gesehen ist das natürlich ein guter Punkt, den man nicht von der Hand erweisen kann. Hurra! Dann haben wir ja alles erklärt. Ich bin wirklich beeindruckt, dass du die Garagiefer gezähmt hast, Kleiner. Wie würde es dir gefallen, wenn du in meinen Fußstapfen als Käfertrainer tretest? Ich bin nur mit ihnen befreundet. Ich bin eigentlich kein richtiger Trainer. Aber das ist genau das Richtige für die Voraussetzung, um ein Trainer zu werden, oder El? Stimmt, ich glaube, du würdest einen tollen Käfertrainer abgeben. Danke. Wir können jederzeit los, wenn ihr bereit seid. Alles klar, wir kommen gleich. Der Junge ist wirklich was Besonderes. Findest du? Sich mit Insekten anzufreunden. Ich kann's immer noch nicht ganz glauben. Manchmal kommt man eben mit den Herzen weiter als mit den Worten. Das stimmt. Nur weil man die gleiche Sprache spricht, heißt das nicht, dass man sich auch versteht. Zum Beispiel, guck meine Gegend an, ganz ehrlich, das ist so. Ich denke da an Neron Blank und uns. Ja. Du hast recht. Vielleicht müssten wir nicht kämpfen, wenn wir alles mit Worten klären könnten. Ja, das ist so. Unnötige Kriege. Ja, wir speichern. Yay, wir haben gespeichert. Sehr gut. Nächstes Kapitel. Flugzeug-Action. Bald ist das Spiel auch vorbei. Yay. Dann ist unser nächstes Ziel also Silham. Ja, aber das Signal ist zu schwach, um es genau zu lokalisieren. Es ist auch nicht gerade hilfreich, dass es sich um eine Inselkette handelt. Ich glaube, dieses Mal wird es eher eine schwierige Angelegenheit. Ich weiß kaum etwas über Ziel haben. Was wisst ihr über die Stadt? Sie ist nicht groß, aber lass uns alles weitere von Ort erfragen. Ich versuche, ja, aber das hat die Bewohner nur wütend gemacht. Ah, jetzt kann ich mich erinnern, so weit bin ich gekommen, habe ich dann Cut gemacht. Also, hast du nichts rausbekommen, das habe ich mir schon gedacht. Hey. Ich werde weiterhin die Inseln abklappern. Ihr kümmert euch um die Stadt. Es liegt ihm nicht so ganz, mit Leuten zu reden, oder? Nein, er kann den Wind lesen, aber wenn es um Personen geht, ist er ein hoffnungsloser Fall. Dann müssen wir uns eben um die Befragung der Bewohner bekümmern. Hey, Red, wie läuft's? Hi, Quebec, wir sind gerade total im Stress und können leider nicht für dich bearbeiten. Ich weiß, ehrlich gesagt, helfe ich gerade den Kovas. Ich arbeite mit der Opera zusammen, um die beiden zu finden, die Pharao angegriffen haben. Ach echt? Und habt ihr schon eine Spur entdeckt? Nein, sie sind wie vom Erdboden verschluckt, aber gerade das macht mir Angst. Ich wette, sie halten ihre Füße still, weil sie ein ganz fieses Ding planen. Alles klar, wir werden vorsichtig sein. Ich melde mich, sobald ich was neu höre. Grüß Schokolade von mir. Schokolade!
Also gut, wir haben auch noch eine Aufgabe zu erledigen. Auf nach Silham. Silham. Yay. Und Kabine. Musik. Nix Musik. Bibliothek. Hat nicht so große Fortschritte gemacht. Okay. Nächstes Ziel. Da wollte ich sowieso hin. Da geht's weiter. Und Duellschiff. Yay. Okay, erstmal nach Pharao. Weil ich da was kaufen wollte. Neue Teile für meinen Roboter. Okay. Was sagst du eigentlich, wenn ich dein Buch vervollständige? Ich habe dich immer im Blick. Ja, ist sehr schön. Okay, komm. Ich muss mir ein paar neue Teile kaufen. Kaufen. Die 16er Teile brauche ich. Okay, das wollte ich eigentlich haben. Jetzt mal anpassen. Weg damit. Beweglichkeit. Das hat immer so eine beschissene Form. Okay, das haben wir dann auch. Okay, Abwehr brauche ich mehr. Okay. Ich könnte Angriff noch verstärken. Okay, mal Beweglichkeit noch höher. Okay, dann haben wir das auch. Okay. Jetzt gehen wir zur Questbörse. Okay, mal sehen, was jetzt kommt. Ich habe meine aufregende Mission. Ja, ist ja schön. Infiltration. Was? Infiltration? Himmelsperren sind in den Bano eingedrungen. Wir brauchen sofort jemanden, der uns hilft. Ich warte im Jahr. Okay. Bitte sprich mit dem Schaffner. Ja, um mir auch zu erfahren. Ich weiß, wo er ist. Okay, diese Mission kenne ich noch nicht. Mal sehen, was mich erwartet. Und Andenken, habe ich was gekauft? Okay, momentan nichts hat er. Ich glaube, ich werde 100% dieses Spiel haben. Ich habe ihren Jobauftrag angenommen. Das hört sich nach ziemlich großem Ärger an. Wir haben direkt nach der Meldung, dass die Himmelpiraten angreifen, jeden Kontakt verloren. Ich habe keine Ahnung, was da gerade abgeht, aber bitte kümmere dich um die Himmelpiraten. Überlassen Sie das nur mir. Dann packen wir es an. Bist du bereit? Ja. Sehr gut, los geht's. Abfahrt! Okay, diesmal ist er nicht ausgerastet, wie davor immer. Ach, hier muss er neue Anpassungen für meinen Roboter kaufen, diese neuen Anzüge, ja, die er jetzt irgendwie angeblich tragen kann. Das wäre angeblich, man kann die ja tragen. Wir sind angekommen, hier ist es. Nein, es ist die nächste Station, aber von hier aus musst du alleine weitergehen. Auf dem unteren Bahnsteig fährt ein Zug. Den musst du nehmen, um dorthin zu kommen. Okay, ich sollte besser mit äußerster Vorsicht weitergehen. Kein Schritt weiter, was? Wer seid ihr denn? Yay, pinker Roboter. Wir sind die Rosa-Pfirsich-Bande. Fickt euch, wir sehen uns im nächsten Part.